Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier wieder mal ein Equipment-Video zum Thema Ton und zwar im Low-Budget-Bereich, das heißt deutlich unter 100 Euro. In diesem Video möchte ich euch eine kleine Funkstrecke vorstellen, ein Lavalier-Mikrofon mit Empfänger, was ihr deutlich unter 100, teilweise sogar deutlich unter 70 Euro bekommen könnt. Hier habe ich das Mikrofon einfach mal ausgepackt. Es handelt sich hierbei um das Kima Phoon und zwar um das Wireless-Mikrofon. Der Lieferumfang ist schon mal recht umfangreich. Wir haben hier eine kleine Transporttasche, hier ein USB-Adapterkabel zum Aufladen der beiden Geräte. Wir haben hier einen Standard-USB-A-Eingang oder man sagen ein Standard-USB-A-Stecker und hier zwei USB-C-Stecker, mit denen ihr quasi eure Geräte aufladen könnt. Beide Geräte verfügen über einen Akku. Ihr könnt die Geräte in ungefähr einer Stunde aufladen und habt eine Arbeitszeit von bis zu 6 Stunden mit diesen beiden Geräten. Neben dem USB-Kabel haben wir auch im Set ein kleines Lavalier-Ansteckmikrofon. Das brauchen wir, wenn wir zum Beispiel hier den Sender als Zwischensender verwenden wollen und hier quasi diesen Sender nicht direkt als Mikrofon verwenden wollen, sondern hier etwas unauffällig ein kleines Lavalier-Mikrofon am Körper anbringen können. Wir haben neben dem Empfänger, der hier über einen 3,5 mm Klinkenanschluss verfügt, dementsprechend auch einen Sender. Vorteil, dieser Sender ist nicht nur ein Sender, er hat auch ein eingebautes Mikrofon. Das heißt, wir können den Sender einfach hier quasi so an unsere Kleidung machen und so als Mikrofon verwenden. Wichtig, wenn wir so einen Sender natürlich verwenden, so ein Mikrofon verwenden, sind meistens die Mikrofone sehr empfindlich. Hier haben wir auch noch im Lieferumfang ein kleines Windfell, ein Deadcat mit dabei. Das können wir hier oben einfach aufklinken und haben dann somit auch einen Popschutz, Windschutz für dieses eingebaute Mikrofon. Wenn wir das eingebaute Mikrofon nicht verwenden wollen, können wir natürlich dann hier auch das Lavalier-Mikrofon, das Ansteckmikrofon verwenden. Die Reichweite des Mikrofons wird mit bis zu 50 Metern angegeben. Das ist aber natürlich objektabhängig. Ich kam hier in meinem Objekt auf ca. 25 bis 30 Meter, habe aber auch sehr viele Störquellen im Raum. Da hier der Empfänger natürlich mit einem 3,5 mm Klinkenanschluss ausgerüstet ist, das ist für den semiprofessionellen oder Hobbyanwender natürlich gedacht oder für die Verbindung mit eurer Stereoanlage, mit eurer Kamera oder dergleichen, ist natürlich hier noch ein kleiner Adapter mit im Lieferumfang, denn es kann ja sein, dass wenn ihr zum Beispiel dieses Mikrofon mal an eurem Mischpult verwenden wollt oder mit dementsprechender Profi-Ausrüstung, so benötigt ihr dementsprechend einen Adapter. Ich halte ihn hier mal ins Bild. Diesen braucht ihr oftmals, um zum Beispiel hier das Gerät auch mit einem Mischpult zu verbinden. Vorteil, dieser Adapter wird nicht nur einfach aufgesteckt. Ihr seht nämlich hier auch an den 3,5 mm Klinkenanschluss ein kleines Gewinde, was also bedeutet, ihr könnt diesen Adapter sowie natürlich auch hier dieses System, den Empfänger, wenn ihr professionelles Equipment habt, auch eventuell so mit euren Empfängern oder sozusagen mit euren Mischpulten verschrauben. Das bieten manche Geräte, viele bieten es nicht. Wie zum Beispiel, ich zeige es euch hier einfach mal an meiner Kamera. Wir nehmen jetzt einfach mal hier diese Kamera, um hier diesen Empfänger mit der Kamera zu verbinden. Die Kamera hat in der Regel einen normalen Mikrofoneingang. Das haben hier diese professionellen Kameras, wie zum Beispiel natürlich auch die ganz normalen Kameras. Wie zum Beispiel hier habe ich einfach mal eine A7 2 mitgebracht. Das geht natürlich auch bei günstigeren Kameras, sofern sie denn einen Mikrofoneingang haben. Einfach hier einstecken und ihr habt den Empfänger hier schon aufgebracht. Ich werde ihn jetzt einfach mal hier mit dieser Kamera verbinden, damit ihr das nochmal seht. Hier geht es nämlich besonders schön. Einfach hier einstecken und loslegen. So, um nun das System in Betrieb zu setzen, gehen wir folgendermaßen vor. Wir schalten das System einfach ein. In der Regel ist es bei Kauf auch schon gekoppelt. Das heißt, einfach hier oben die Tasten, die Einschalttasten für ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Ihr seht hier eine kleine Akkustandsanzeige bei beiden Geräten. Ihr seht, die beiden Geräte sind aufgeladen und somit auch sofort einsatzbereit. Wenn wir jetzt die Kamera einschalten, so seht ihr hier unten am Display einen kleinen Ausschlag und wir können auch mal schauen, dass der Ausschlag wirklich von dem Mikrofon kommt. Wenn ich hier auf das Mikrofon klopfe, seht ihr hier diesen kleinen Ausschlag.
Jetzt möchtet ihr natürlich wissen, wie sich das Mikrofon in der Praxis anfühlt oder anhört, mehr zu sagen. Das möchte ich mit euch einfach mal testen, indem ich jetzt hier dieses Mikrofon mit der Kamera verbinde, mit der ich mich jetzt hier gerade filme. Und wir machen mal einen kleinen Tontest hier im Studio und auch draußen. Um das Mikrofon einfach mal zu testen, stecke ich es jetzt hier in meine kleine Studiokamera ein. Ihr seht hier meine Kamera, meinen Aufzeichnungsmonitor. Und hier kann ich jetzt einfach mal den Empfänger einstecken. Der Empfänger ist schon eingeschaltet. Wichtig, neben der Funktion, dass wir den Empfänger einfach mit den Akkus hier drinnen verwenden können, können wir den Empfänger natürlich auch während der Benutzung mit einem USB-C-Ladestecker laden oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Ladestecker. So können wir auch dieses Gerät über einen längeren Zeitraum verwenden. Wichtig, wenn ihr das macht, achtet bitte darauf, dass keine anderen Geräte hier beim Laden mit angeschlossen sind. Das kann dann eventuell zu Störungen führen. Das ist aber bei vielen anderen Systemen auch so. Unser Gerät ist aufgeladen, also verwenden wir das Gerät jetzt einfach mal hier für die Aufzeichnung. Ich richte wieder meine Kamera aus und stecke jetzt einfach mal das Mikrofon hier an. Und wir verwenden jetzt das Mikrofon ohne das Lavaliermikrofon. Das heißt einfach nur über die Mikrofonkapsel, die hier oben verbaut ist. Einfach hier anstecken und loslegen. So, und jetzt hört ihr einfach mal eine kleine Tonprobe hier über das Mikrofon, das Ansteckmikrofon oder mehr sagen die eingebaute Mikrofonkapsel. Wichtig, wir können das Mikrofon auch für Interviews verwenden. Ich kann euch einfach mal diese Situation zeigen. Viele Mikrofone neigen hier auch dazu zu rumpeln. Ihr könnt mal schauen, inwieweit dieses Mikrofon, wenn ich jetzt sehr hektisch mit den Händen arbeite, noch arbeitet und wie gut der Ton ist. Wichtig, der Ton ist ungefiltert von mir. Das heißt, ihr hört den Ton so, wie die Kapsel den Ton aufzeichnet. Jetzt haben wir natürlich auch noch hier dieses kleine Ansteckmikrofon mit im Lieferumfang. Jetzt wollen wir einfach mal schauen, ob sich das deutlich anders anhört als die verbaute Mikrofonkapsel. Meistens gibt es hier auch etwas Tonunterschiede. Das heißt, ich stecke das jetzt einfach mal hier rein. Ich muss jetzt kurz mal auf das Equipment schauen, ob das funktioniert. Wir haben ein Einsteckgeräusch und können jetzt hier über die Kapsel aufnehmen. Wichtig, gerade wenn ihr externe Quellen hier dran verwendet, wie so ein Ansteckmikrofon, oder vielleicht nehmt ihr das einfach nur als einfache Weiterleitungsfunktion oder als Sender, so könnt ihr hier an der Seite mit der Plus- und Minus-Taste die Tonlautstärke auch nochmal erhöhen oder verringern. Somit habt ihr dann dementsprechend einen lauteren oder leiseren Ton bei der Aufzeichnung. Wir können das mal etwas ausprobieren. Das heißt, ich übersteuere jetzt hier etwas und drehe hier einfach mal voll auf. So müsstet ihr dann merken, dass jetzt das Eingangssignal hier deutlich lauter ist und somit natürlich auch schlechter wird. Man soll dann natürlich vor der Aufzeichnung den Ton hier ordentlich aufpegeln. Ich fahre jetzt hier wieder mal etwas zurück, sodass wir ein etwas leiseres Signal haben, denn in der Regel ist es besser, wenn man den Ton etwas leiser aufzeichnet. So, das wären jetzt die Studiobedingungen. So hat man meistens ziemlich gute Bedingungen, einen ziemlich guten Ton. Das kann man aber auch noch mal ein bisschen erweitern und wir testen einfach mal das Gerät im Außeneinsatz. Das heißt, ich trenne das und wir gehen einfach mal vor die Tür. So, wir sind jetzt hier im Außenbereich. Wir haben teilweise sehr viele Störgeräusche und teilweise sehr viel Wind. Jetzt zeichne ich mal mit dem kamerainternen Mikrofon auf. Ich muss aber dazu sagen, die Sony-Kamera hat hier auch ein verbautes Windfell. Ich zeige es euch einfach mal. Hier, das werde ich jetzt mal entfernen. So wird der Test etwas realistischer. So würde es sich mit einer Standardkamera anhören. Das heißt, so würde sich der Ton anhören, wenn ich jetzt in meine Standardkamera hineinspreche. Man muss aber fairerweise sagen, die Sony hier hat ein hervorragendes Mikrofon. Und wir schauen mal, wie sich das im Vergleich zu dem Ansteckmikrofon schlägt. Das heißt, wir sprechen jetzt oder ich spreche jetzt erstmal mit der Kamera hier auf einer Distanz von ca. 50 cm und werde mich jetzt stückweise von der Kamera entfernen. So, jetzt wäre ich, wie ihr seht, ungefähr 3 bis 4 Meter von der Kamera weg und dann hätten wir noch diesen Ton. Jetzt müsstet ihr sehen oder hören, dass die Kamera den Ton hochregelt, damit sie mich noch aufzeichnen kann und somit müssen natürlich auch die Jetzt werde ich einfach mal hier den Empfänger in die Kamera einstecken, einfach hier in den 3,5 mm Klinkenanschluss hineinbringen. Mal sehen, wie einfach das geht. Mit einer Hand den Empfänger schön ausrichten, schauen, dass er eingeschaltet ist. Und jetzt können wir hier mal unseren Sender verwenden. Wichtig, ich habe noch kein Windfell aufgebracht, es ist sehr windig und jetzt könnt ihr mal schauen, inwieweit sich das auf die Mikrofonkapsel auswirkt, in der Regel sehr stark. Das heißt, wir müssten hier doch schon recht stark den Wind mitnehmen. Wenn er hier nicht stark zu hören ist, ist die Mikrofonkapsel wahrscheinlich schon gut abgeschirmt, aber wir haben doch schon eine doch recht deutliche Prise. Jetzt bringe ich hier mal mein Windfell auf.
Und jetzt haben wir den Ton mit aufgebrachtem Windfell. Jetzt könnt ihr auch mal vergleichen, wie sich das vorhin angehört hat. Und jetzt, das heißt, jetzt spreche ich hier in das Mikrofon hinein, bin auch wieder so 50 cm bis 1 Meter von der Kamera weg. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das anhört, wenn ich jetzt hier zurückgehe. Nämlich jetzt habe ich den großen Vorteil, ich habe hier meinen Sender, mein Mikrofon, dort meinen Empfänger. Und das heißt, der Ton geht natürlich jetzt mit mir zurück. Ich laufe zurück aus dem Bild quasi raus, oder mir sagen, zurück aus dem Bild, bin jetzt ca. 3 bis 4 Meter von der Kamera weg und wir haben immer noch einen hervorragenden Ton. Dasselbe können wir auch mal auf 10 Meter Entfernung testen. So, hier mal die Kamera. Ich habe sie jetzt etwas umpositioniert und ihr seht, ich bin jetzt ca. 10 bis 15 Meter von der Kamera entfernt. Jetzt schauen wir mal, wie weit ich zurückgehen kann und ab wann wir dann unser Funksignal verlieren. Ich gehe jetzt mal so nach und nach auf ca. 20 bis 25 Meter zurück. Der Wind ist wirklich extrem stark. So, jetzt dürfen wir ungefähr bei 25 Meter sein. Wichtig, wir haben hier freie Sicht auf den Empfänger und auf den Sender. Das heißt, hier müsste das Signal noch gut durchkommen. Jetzt gehen wir zurück bis auf ca. 50 Meter. Und ich spreche jetzt immer mal dabei und ihr schaut mal, ob irgendwann das Signal abbricht. So, das müssten jetzt ca. 45 Meter sein. Und jetzt nähern wir uns den 50 Metern. Das müssten jetzt hier ca. 50 Meter sein. Das heißt, das müsste eigentlich die maximale Reichweite des Mikrofons sein. Ich gehe jetzt immer weiter zurück und wir gehen mal so auf ca. 60 Meter bei freier Sicht. Das müssten jetzt 60 Meter sein. Und nähern uns den 70 Metern. Und das dürften jetzt so an die 80 Meter sein. Also wenn ihr mich jetzt hören könnt, wäre das Mikrofon dann wirklich sehr gut. Wir können auch nochmal schauen. Hier seht ihr, wie weit die Kamera weg ist. Ich zoome mal ran. Da hinten steht sie. Bisschen wackelig. Jetzt haben wir sie. Auf ca. 80 Meter Entfernung. Und das wäre der Ton dazu, sofern er denn noch vorhanden ist. So, jetzt stehe ich wieder vor der Kamera, ca. 3 bis 5 Meter von der Kamera entfernt. Und jetzt können wir nochmal testen, ob der Ton jetzt auch noch gut ist. Jetzt haben wir einen sehr starken Wind, also es ist extrem windig hier. Und hier könnt ihr auch nochmal schauen, wie sich das mit dem Windfell verhält. Ich werde jetzt das Windfell einfach mal abziehen und so wäre der Ton ohne Windfell. Ihr merkt, der Wind greift hier sehr stark ein und jetzt nochmal mit aufgebrachtem Windfell und dann hätten wir diesen Ton. Kommen wir zu einem kleinen Fazit des KIMAFU Mikrofon oder mehr sagen der Funkstrecke von KIMAFU inklusive Handsender und Lavalier-Mikrofon. Was mir sehr gut gefallen hat, ist natürlich das Zubehör. Ihr seht, wir haben für den Preis wirklich sehr viel Zubehör mit im Lieferumfang inklusive auch einer schönen Transporttasche. Was auch sehr gut aussieht, ist die Verarbeitung. Gut, es ist alles Plastik, aber im Großen und Ganzen geht das für diesen Preis auch auf jeden Fall in Ordnung. Die Tonqualität der Mikrofonkapseln, wie hier des Lavalier-Mikrofons oder hier der verbauten Mikrofonkapsel, gehen auch in Ordnung. Die Mikrofonkapsel, die hier verbaut ist, ist relativ windempfindlich. Deswegen ist, wie gesagt, auch das Windfell im Lieferumfang, selbst mit aufgebrachtem Windfell, habe ich aber hier noch leichte Störungen quasi gehabt und hatte hier noch leichte Windgeräusche mit im Ton. Das müsst ihr mit beachten. Achtet also darauf, wenn ihr dieses Gerät verwendet. Der größte Knackpunkt bei dieser Funkstrecke ist die Reichweite. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur hier bei meinem Modell so war, aber die Reichweite ist doch recht stark begrenzt. Vorhin bei meinem Test habt ihr gesehen, deutlich über 10 Meter, bei ca. 15 Meter wird es schon schwierig und wir hatten schon erste Abbrüche. Und wenn ich dann so nach und nach mich von der Kamera entfernt habe,
wurde der Ton immer schlechter oder man sagen, ich hatte immer mehr Abbrüche. Ich konnte zwar noch auf ca. 80 Meter Entfernung Ton empfangen, aber sagen wir mal ehrlich, das ist für ein Interview nicht mehr brauchbar. Das heißt, wer sich dieses Mikrofon kauft, sollte sich hier darüber im Klaren sein. Das ist ein Mikrofon für den näheren oder für das nähere Umfeld um eure Kamera. Wenn ihr dieses Mikrofon verwendet, bis 10 Meter Umfeld, könnt ihr es wahrscheinlich sicher verwenden. Ab 10, 15 Meter wird es gefährlich. Das heißt, hier habt ihr dann diverse Funkabbrüche. So, das war es dann auch im Großen und Ganzen zu der Vorstellung und zu dem Test dieses Mikrofons, dieser Funkstrecke. Wenn ihr euch für dieses Gerät interessiert, schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch dieses Gerät. Übrigens, dieses Gerät wurde mir auch zum Testen und Ausprobieren vom Hersteller zur Verfügung gestellt. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich natürlich auch noch über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert ihr einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.